Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Ich habe wieder mal ein bisschen weiter gespielt, weil dieses Spiel eigentlich sehr witzig ist. Bin inzwischen Level 40 geworden. Mit Level 30 hat man hier seine ersten Wissenspunkte bekommen. Und die habe ich natürlich, wie der PSX mir das schon gesagt hat, schön in Unterstützung reingepackt. Hier in dieses Affenerziehung, wodurch alle Affen 8% mehr XP bekommen. Was am Anfang wohl sehr gut sein soll, weil man dadurch dann erstmal alle Affen überhaupt auf das Maximum bringen kann. Und in Zauberer habe ich hier noch reingepackt mehr Affengeld, wodurch ich 10% mehr Affengeld bekomme, wenn ich ein Spiel gewinne, egal auf welchen Schwierigkeitsgrad. Naja, was machen wir heute? Wir spielen wieder mit dem Odin, weil der Odin, der ist witzig. Habe ich euch den Odin eigentlich schon gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir hatten bei der ersten Folge Quincy und bei der zweiten den Gwendolyn. Auf jeden Fall spielen wir heute den Oben. Den habe ich jetzt nach einige Zeit gespielt. Der kann halt so eine Brombeere hier platzieren, der ganz viele Bloons platzt. Und einen Baumwall, der auch Bloons irgendwie aufsaugt. Und wenn der Baumwall dann irgendwann kaputt geht, dann kommt da ganz viel Geld raus. Und das ist toll. So, wir spielen heute die dritte Map, die Stadtmitte. Und zwar auf schwer, weil das andere war einfach viel zu einfach. Ich bin auch richtig gespannt auf diese ganzen Challenges hier hinten. Aber wir müssen erstmal auf Standard spielen. Aber trotzdem auf sehr schwer. So, was haben wir denn hier so? Wir haben ein paar Mühlen. Ich habe auch ganz viel Neues gelernt hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt hier so einen Scharfschützen platzieren würde, guck mal, der wird einfach geblockt werden von den ganzen Gebäuden. Also da, wo das rote Gebiet ist, da kann er dann nicht hinschießen. Das heißt, da muss man auch aufpassen, wenn man den zum Beispiel machen möchte. Ich kann den auch gerade nochmal upgraden. Auf was denn? Vollautomatisches Gewehr. Okay, klingt nicht sehr scharfschützenmäßig, aber von mir aus macht das ruhig. Aber ich gehe jetzt erstmal mit meiner Standardtaktik. Und zwar erstmal so ein Da-Typen. Erstmal hier schön in die Mitte. Ja, ich glaube, der sollte sogar recht gut zurechtkommen, bis ich mir oben leisten kann. Ich meine, der trifft auch, wenn die hier hinten nochmal lang gehen. Dann trifft er also doppelt und dreifach und überhaupt. Der kommt erstmal klar. Obwohl, scheiße, kommt er nicht klar? Come on! Hä, komm, du kommst ja wohl klar! Okay, warte, er muss ein paar Leute töten. Und dann werde ich hier nochmal einen Affen platzieren. Dann muss der klarkommen. Oh, shit. Hä, warum kommen jetzt schon Affen durch? Das ist ja richtig dumm. Bitte greif diesen ersten an, danke. Schaffst du das bitte? Ach du Scheiße. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber klar, wir sind jetzt auch in schwer. Oh, ich hab halt noch nie schwer gespielt. Da muss ich ja sogar schlau spielen, oder wie ist das? Eventuell sollten wir nochmal so einen Klexi-Bexi hier irgendwie hinpacken. Auch schön in die Mitte, wo er schön viel trifft. Da wird er ja auch auf drei Bahnen treffen, wenn wir ihn da hinpacken. Weil ich glaube, verlangsamen ist sehr, sehr gut. Aber die Map ist zum Glück sehr forgiving. Weil man trifft halt wirklich mit jedem Affen, den man hin platziert, zwei oder drei Bahnen. Und ich kann mir jetzt den oben leisten. So, und für den brauchen wir einen richtig krassen Platz. Wenn ich ihn hier platziere, dann kann er natürlich nicht durch die Mühle durchschießen, ne? Kann man die nicht irgendwie verkaufen? Ich habe schon bei einer anderen Map gesehen, da konnte man Sachen wegkaufen. Aber hier geht es anscheinend nicht. Dann würde ich die, glaube ich, einfach hier vorne irgendwie platzieren. Und der ist richtig cool. Der muss jetzt natürlich erstmal leveln, aber ich glaube ab Level 5, lass mal nachgucken. Nee, ab Level 3 schon. Ab Level 3 kann er so einen Busch erstellen. Und der bleibt, glaube ich, auch tatsächlich so lange, bis 50 Bloons geplatzt sind. Und später kann er dann halt noch so einen Wald erschaffen, der Geld macht. Den mag ich auf jeden Fall richtig gerne. Und weil da oben halt eher so ein Druide ist, wollte ich heute auch eigentlich mehr auf die Magie-Strecke hier gehen, weil da gibt es auch so einen Druiden zum Beispiel. Den können wir auch mal platzieren hier. Ein geiler Druide. Plopp. Und der ist witzig. Und ich glaube, da oben verbessert auch seine Leute hier. Hier, alle Zauberaffen in Reichweite halten plus einen Durchschlagskraft. Genau, deswegen. Und deswegen ist er natürlich sehr gut mit Zauberaffen. Und deswegen gehe ich auch auf Zauberaffen. Und er ist jetzt schon Level 3. Und jetzt können wir hier, bam, geile Dornen platzieren, wo Leute durchgehen. Besonders gut auch bei Tarnballons, habe ich mitgekriegt. Wenn ich jetzt hier, oh, den sollten wir vielleicht auch mal upgraden. Wenn ich jetzt keinen Affen hätte, ich mache das mal lieber. Wenn ich hier keinen Affen hätte, der Tarnbloons angreifen könnte, dann würden die zumindest durch diesen Dorn hier kaputt gehen. Die andere Sache ist, ich habe wirklich noch nie mit diesen Magieaffen gespielt, außer vielleicht mal so ein Ninja-Affen. Aber ich kenne die alle nicht so wirklich gut. Egal, Ninja-Affe wird schon gut sein. Und hier sieht man übrigens, wenn man auf die Affen raufgeht, von wem die verstärkt werden. Die werden jetzt hier durch den Oben verstärkt. Ninja-Disziplin, Spitzschuriken und den Doppelschuss. Achso, und hier, der Oben macht auch andauernd so ein Totem und das verlangsamt Gegner. Oh, und ich kann mir den Armbrustmeister holen. Was kann denn das? Der Armbrustmeister schießt wirklich schnell und vernichtet mit Leichtigkeit meisten Bloons. Okay, er war der krasseste Scharfschütze. Ich hatte auch mal diesen Super-Affen, Plasma-Affen-Fanclub hier, aber irgendwie finde ich das nicht so geil, weil man sich dann nur auf diese Pfeilaffen konzentrieren muss. Deswegen mal gucken, was das so kann. Sieht auf jeden Fall cool aus, der Typ. Holy shit, wie teuer wird das sein? Was war denn da? 27.000 für den Armbrustmeister. Was kann ich noch mit den Alchemisten machen? Spezialgebräut verleiht den Affen extra Schaden. Reichweite und Angriffsgeschwindigkeit. Ah, ist der Typ mehr so ein Supporter-Affe oder was?
Ich glaube, jetzt haben wir auch alle Magieaffen, oder? Ne, wir haben den. Wir haben den magiesten Magieaffen noch nicht. Wir haben einfach den Magier noch nicht aufplatziert. Komm, da kommt der hier oben auch nochmal hin. Was kann der so Tolles? Magie, wer hätte es gedacht? Und mir fehlen halt noch übelst viele XP, deswegen war das, glaube ich, auch ganz gut, dass ich diesen einen Skill da genommen habe. Ach du Scheiße. Schafft der die? Moment, was passiert hier gerade? Das ist ja überhaupt nicht cool. Kannst du die bitte alle töten? Oh fuck, ich verliere Leben. Ich verliere richtig viele Leben. Oh boy! Nein, ich hatte vor allem noch meine Dorn hier. Wieso habe ich die nicht einfach platziert? Ich, Dummkopf. Wir sollten den Druiden vielleicht auch mal verbessern. Aber mein Ziel wäre schon irgendwie so 27.000 für den Armbrustmeister rauszuballern. Vielleicht sollten wir auch nochmal so eine Spike Factory hier hinpacken. Eine schöne Nagelfabrik. Falls da dann nochmal Blooms durchkommen, dann platzen die da hinten einfach. Dann denken die so, ja, ich bin endlich durch. Endlich, diese blöden Affen da vorne können gar nichts. Und dann ist einfach so eine Spike-Maschine. Yay, das ist mein Affenwissenspunkt. Den kann ich jetzt leider noch nicht einsetzen, ne? Okay, jetzt spare ich einfach. Wir könnten halt eventuell noch so ein Affendorf hier irgendwo platzieren, weil die sollen auch mega stark sein. Ich verstehe die zwar nicht so richtig. Fuck, hier passt doch gar nichts hin. Aber jeder sagt immer, die sollen mega stark sein. Deswegen, why not? Ich weiß aber auch gar nicht, was von mir so richtig stark hier gerade ist. Ist mein Ninja stark? Aber dann platzieren wir es hier, damit hier der Armbrustmeister auch was davon hat. Lass mal einen größeren Radius machen, damit der Droide auch was abbekommt. Das erste und zweite, das passt schon. Und die sehen jetzt auch alle hier die Tarndinger. Nagelsturmfähigkeit verteilt, eine dicke Schicht Nagel. Ja, das ist auch richtig cool. Warte, wir warten kurz. Come on, come on, come on. Und wenn wir das jetzt einsetzen, dann verteilt er einfach überall auf der Map Nagel. Okay, das war jetzt richtig dumm. Das hat überhaupt nichts gebracht. Das sollte man vielleicht machen, wenn noch Bloods da sind, weil das hält wirklich mal über eine Runde. Funktioniert aber gut mit den Magieaffen. Ah ja, und jetzt ist unser Oben Level 10 geworden. Jetzt kann ich hier nämlich so einen Wald platzieren. Und ja, der macht halt auch Ballons kaputt. Und wenn da genügend Ballons reingegangen sind, dann platzt der Wald auf. Frag mich nicht, warum der aufplatzt. Aber dann kommen da Bananen raus, die auch wieder Geld geben. Man könnte die Fähigkeit auch nochmal einsetzen, dann platzt der instant. Aber dann kommt da natürlich auch weniger Geld raus. Aber wenn der Wald zum Beispiel irgendwie doof platziert worden ist, weil der wird ja auch random platziert, dann könnte sich das ab und zu mal lohnen. Und komm, wir setzen hier einfach nochmal unsere ganzen Nägel ein. Warum nicht? Dafür. Oh, das war sogar richtig gut, weil hier richtig viele von diesen Eisenballons ankommen. Oh, wir sind schon in Stufe Runde 60. Das ist auf der mittleren Stufe schon die Endstufe, ne? Ja, komm. Mach einfach mal. Guck mal, die kommen ja nicht mal ansatzweise durch. Easy. Ich glaube, jetzt kann ich sogar sparen auf diese 27.000. Oh, da kommen schon wieder ein paar Dinger durch. Lieber mal überall Sachen platzieren, bevor die zu weit reinkommen. Das ist so eine gute Fähigkeit. Holy shit. Der Nagelsturm, ey. Ich liebe diesen Turm. Und 27.000. Bam. Jetzt ist er richtig heftig. Guck mal, wie schnell der vor allem schießt. Und er wird durch mega viele Sachen einfach verbessert. Guck mal, was für Buffs der alle hat. Die müssen sogar durchrotieren, weil das zu viele Buffs sind. Ui, dieser Armbrustmeister, der macht das alles alleine. Guck mal, der crittet auch die ganze Zeit. Ich wusste nicht mal, dass Leute critten können. Aber anscheinend geht das. Kriege ich noch ein bisschen Geld? Nope, da ist leider keiner durchgegangen durch meinen Wald. Und gleich kommt schon Runde 80. Ich glaube, diese leichten Maps sind sogar auf schwer nicht so schwer. Also, so wie ich das hier gerade sehe. Oh, was kann ich hier? Alter, ich kann sogar noch den Nagelteppich ausbauen. Was macht der? Sendet regelmäßig ein Stachelteppich. Regelmäßig, da muss ich dann nicht mehr draufdrücken. Bitte mach das. Aber es kostet 45.000. Okay, letzte Runde. Wir platzieren auf jeden Fall überall diese Dinger. Gleich von Anfang an. Da nimmt er aber einiges mit. Okay. Aber er hat jetzt schon sau viele Leben verloren. Ja. Da hat er gleich sein Pflaster. Das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich richtig witzig, dass die Dinger einfach Pflaster bekommen, wenn sie zu viele Leben verlieren. Oh, so. Ich kann diese Fähigkeit sogar doppelt einsetzen. Das war wieder viel zu einfach. Wir werden heute freies Spiel weitermachen, weil im letzten Part haben sich einige beschwert, mach doch bis Level 100, du Vollidiot. Weil anscheinend kriegt man dann so einen Instant-Affen, den man platzieren kann und mehr Geld und XP und alles mögliche. Und Level 100 sollte wohl machbar sein. Auf jeden Fall, im freien Spielmodus gelten andere Regeln. Die Bloons werden stärker und schneller, je weiter du kommst. Okay. Wir hätten jetzt gleich genug Geld für den Bloonlöser. Ich weiß halt nicht, ob der sich wirklich so krass lohnt. Oder ob ich doch lieber überall diese Nägel haben will. Jetzt haben wir genug Geld. Ja, komm. Wir holen den Bloonlöser, einfach damit der auch auf Level 5 ist. Jetzt haben wir zwei Level 5er. Oh, jetzt kommen wir gleich drei von diesen krassen Dingern. Vier? Als ob, übertreib halt gleich. Vier von den Dingern, die bei Runde 80 nur einmal ankamen. Und die haben jetzt sogar noch mehr Leben, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay, ich muss auf jeden Fall meine Nägel platzieren. Holy shit. Okay, das könnte... Oh, oh. Oh, 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 oh. Also wenn die schnell vernichten, dann könnte das was werden. Doch, okay.
Okay, da hatte ich wirklich kurz Angst, dass sie durchkommen. Okay, jetzt, ab jetzt wird's krass. Man hört schon gar nicht mehr, wie der Armbrustschütze hier schießt. Man hört nur so... Also nicht wahr. Weil er einfach so krass schnell schießt. So, 30.000 Money, mir fehlen immer noch 15.000. Ich möchte davor kein Geld ausgeben. Ja, komm, gib mir Geld, mein leckerer Wald. Ist jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, den kann man dann auch noch irgendwann upgraden, ne? Dass der... dass der Wald mehr Geld bringt. Also so ein bisschen extra Money, da sage ich nicht nein. Oh, die Dinger hasse ich. Die sind so schnell, diese schwarzen Teile. Oh, fuck, die kommen sogar durch, ne? Ich weiß nicht... Oh, schafft er die? No! Fuck, Runde 90. Ich hätte mein Geld nicht sparen sollen. Ich hatte einfach 30.000. Aber ich wollte, dass er die automatisch dann mal rausballert. Fuck, Runde 90. Ich hätte gedacht, der schafft das mit den ganzen Nägeln. No, damit lief das so gut. Na gut, Runde 90 aber. Auf schwer. Ist jetzt auch nicht so bad. Aber ich habe meinen Insta-Affen natürlich nicht bekommen. Ja, aber das wäre es dann mit der Folge heute. Leider nicht bis Runde 100 gekommen. Das ist ein bisschen sad. Aber ich finde meine Taktik trotzdem gar nicht so schlecht. Wird bestimmt noch. Ja, dann auf jeden Fall danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.